Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freya and the Sequel. Und da wir ja im Labyrinth des Todes sind, müssen wir da schnell rauskommen, also anfangen zu spielen. Ja, das haben wir zuletzt gesehen. Wir haben einen toten Ritter. Oh mein Gott, er ist ganz sicher tot. Ich denke, ich muss mich übergeben. Naja, Nerven bewahren, meine liebe Freya. Benutz mal lieber die Blutteströhre, die du bekommen hast. Wer auch immer diese Blutprobe sehen wird, der wird ganz bestimmt meine physikalische Gesundheit bezweifeln. Ja, wenn's... du bist eigentlich dann so gut wie tot. Und wer immer mich sieht, wie ich diese Blutprobe nehme, wird wahrscheinlich auch meine geistige Gesundheit bezweifeln. Ja, ich meine... Der Zweck heiligt die Mittel, ne? Ja, und ich meine, du hast immerhin einen Bluttest. Ja, was kann man damit so machen? Ein Fleisch, ja, da tut man eben Fleisch rein, das kommt kleiner wieder raus. Ja, und der ist jedenfalls rostig und alles Mögliche. Und ich will nicht wissen, wofür er benutzt wurde. Vielleicht kann ich etwas zerkleinern? Anscheinend noch nicht, aber du bist anscheinend durchaus in der Lage, sowas zu tun. Also schon ein bisschen abgehärtet. Freya, ich bin stolz auf dich. Ein Schraubenzieher. Er ist in der Wand festgesteckt. Ich kann ihn nicht nehmen, da er, naja, er steckt in der Wand fest. Ja, ist in Ordnung. Ich sehe das auch, aber kannst du vielleicht trotzdem mal dran ziehen? Ja, ich müsste wirklich mich irgendwo festhalten, damit ich das rausziehen kann. Aber die Schere kannst du doch sicher nehmen. Ja, ich denke, ich nehme die mal. Man weiß ja nie, wann das notwendig wird, oder? Ja. Und offenbar können wir hier im Moment noch nichts machen. Also schauen wir mal wieder raus. Na gut, dann... Also wir haben ja noch nicht den Urin-Test. Was wir aber noch machen könnten, ist, dass wir... Weil wegen der pinkfarbenen Notiz, die wir bekommen haben, einfach nochmal anrufen, falls das geht. Okay, mach das nochmal. Hallo, ist da die Misty Cave? Vielleicht. Wer ruft denn an? Wer ich bin? Nun ja... Ja, ich bin Chris Walt, der Schwere. Jetzt habe ich mich verklickt. Okay, dann noch... Ja, genau draufdrücken ist vielleicht ganz gut. Also ich bin jedenfalls... Ja, ich bin der Mercedes, ich bin Griswold, der Schwere. Ich würde gerne über diese Rauchmaschinenpatronen nachfragen in ihrer letzten Bestellung. Du, Griswold, der Schwere? Du willst, dass ich das glaube. Du hörst dich an wie ein kleines Mädchen. Auch wenn du deine Stimme verstellst, du hörst dich trotzdem noch an wie ein kleines Mädchen. Also, ich...
ich bin seine Tochter. Ja, ja, ich bin seine Tochter. Verstehen Sie, ich übernehme sein Geschäft. Und er meinte, ich soll mich schon ein bisschen einarbeiten. Und deswegen mache ich jetzt solche Anrufe, sowas ganz Einfaches, damit ich so mitkriege, wie das hier so läuft, ne? Ich habe keine Zeit für Scherzanrufe. Er hat aufgelegt. Naja, um ehrlich zu sein, ich klinge nicht so sehr wie Griswold. Ah, das klappt schon mal nicht. Moment, das Radio können wir doch jetzt... Ja. Ja, ich kann wahrscheinlich an das Radio kommen, wenn ich den Besen benutze. Jetzt haben wir ein Radio. Ja, ein Radio. Ja, das ist so ein ganz altes Radio, aber es funktioniert nicht. Ich denke, das schmeiße ich weg und behalte die Batterie. Die Batterie ist auch leer. Aha. Ja, ich habe eine Idee, dass wir das vielleicht einfach da an diesen Drähten anschließen können. Das sieht zwar nicht sehr sicher aus, aber Versuch macht klug. Ja, ja, damit kannst du die leere Batterie aufladen. Also, ja, dann mach das mal. Okay, los geht's. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Das würde ich auch nicht empfehlen, denn ich glaube... Also auf jeden Fall hier in diesem Universum, was auch immer das ist, die Freya scheint ja gerne mal so die Welten zu wechseln, von der Traumwelt in die Realität und dann wieder in irgendeine parallele Realität. Das ist ja offenbar... für sie was ganz Normales. Jedenfalls haben wir jetzt die Batterie geladen. Das ist doch mal was wert. Und mit der geladenen Batterie gehen wir jetzt dahin zurück, wo wir eine Batterie brauchten, nämlich in diesem Dungeon. Und zwar, ja. Ja, also hier musst du eine Batterie anbringen, um die Lichter anzumachen. Na, dann mach das doch. Wieso ist der jetzt etwas runtergerutscht? Der war vorhin da und jetzt ist er da. Also für mich ist das dubios, aber ich drücke trotzdem mal auf den Lichtschalter. Ja, mach mal. Ja, dann lass es Licht werden. Ja, du bist wirklich eine Göttin. Du kannst Licht machen. Wenn du sagst, es werde Licht, dann... Und den Schalter findest... Und eine Batterie einfügst, dann wird auch Licht. Venom, weiß ich gerade nicht, was das heißt. Ach, das wird wahrscheinlich irgendeine Ausscheidung von einer Spinne sein. Und da benutzen wir mal die Urinprobe. Okay, los geht's. Ja, das habe ich jetzt mit dem Spinnensekret da aufgefüllt. Ekelhaft. Gut. Und jetzt haben wir auch die Urintest, das Testding da gefüllt. Können wir mit dieser nett aussehenden Spinne vielleicht reden? Ah, frisches Essen. Wenn du diese Höhle betrittst, dann werde ich dich essen. Damit bin ich aber nicht so ganz einverstanden.
Ja, ich werde ein Festmahl mit deinem Fleisch haben und dein Blut werde ich aus einer Tasse trinken. Ja, ich glaube, nichts zu machen ist da die beste Alternative, weil, naja, da ist eine riesige Spinne da und die bedroht mich in Versen. Hat sich das eben gereimt, was sie gesagt hat? Und jedenfalls sollte ich diese Höhle nicht betreten. Das muss ich nochmal kurz nachprüfen. Ja, also es war auf jeden Fall eine ziemlich blumige Ansprache. Und sie schaut uns auch ziemlich gierig nach und deswegen glaube ich, dass wir keine weitere Möglichkeit haben, als die Höhle erstmal zu verlassen, weil wir müssen ja sowieso noch mit dem Onkel Doktor ein bisschen reden, damit er uns krank schreibt. Warum auch immer. Ich will noch mal kurz nach meinen Kameraden sehen, die wirklich komplett nutzlos sind, weil sie mir wieder vernünftige Hinweise geben. Ah, da seid ihr ja, und tschüss. Noch irgendwie mit mir zusammen irgendwas suchen. Die stehen da einfach nur rum und warten, dass ich oder vielmehr die Freya das Ganze schaukelt. Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht, ob ich da arbeiten möchte. Das heißt ja nur, ich muss die ganze Arbeit machen und bekomme trotzdem so viel Gehalt wie alle anderen auch. Man kennt das ja. Man kennt das ja. Nun gut, also, Herr Doktor, hi. Hallo, junge Frau, wie kann ich Ihnen helfen? Also, ja, also hier ist meine Blutprobe. Danke. Ich werde mir das ansehen und sobald sie mir eine Urinprobe geben. Also, ja, habe ich auch. Hier. Ja, ich bin schon sehr krank. Danke, ich habe jetzt beide ihrer Proben. Bleiben Sie einfach nur still auf der Stelle stehen. Eine Minute. Dann habe ich das gleich ausgewertet. Das sieht sehr, sehr ernst aus. Wirklich? Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich denken, dass sie schon tot wären. Oder Schlimmeres. Wow! Also, haben Sie irgendwelche anderen Symptome? Ja, ich fühle mich ein bisschen schwindelig. Ich höre Stimmen. Und ich, vielleicht ist das Letzte am besten. Ich gehe einfach mal durch. Ja, ich fühle mich ein bisschen schwindelig. Schwindelig, Sie müssen sich ausruhen. Sie können unter diesen Umständen nicht arbeiten. Ich werde Sie sofort krank schreiben. Einen Moment. Ja. Und passen Sie auf sich auf. Das sieht ernsthaft aus. Das werde ich. Danke, Doktor. Okay. Aber ja. Ich würde trotzdem gern etwas Medizin bekommen. Weil ich brauche Medizin. Ich muss mich jetzt zudröhnen. Ich bin zwar nicht krank, weil das nicht weder meine Urin- noch Blutprobe war, aber ich will Medizin. Ja, können Sie mir etwas Medizin geben? Sie haben ja da so einige Krüge da.
Ach so, ja, das war eben nur für Goblins. Also wir haben jetzt nur diese Krankschreibung erhalten. Und da die ja besagt, dass wir uns ausruhen müssen, beende ich hier auch erstmal die Aufnahme. Und die Freya ruht sich jetzt ein bisschen aus, obwohl sie es gar nicht braucht. Und Fortsetzung folgt.